Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, schöner Zaun wieder weg, nachdem wir beim letzten Mal den Speer gefunden haben. Das war der Sohn des Königs, die Königin geholt haben. Sollen wir nach Timmerwood? Also ich will aber nochmal gucken, weil wir ja den hier ausrauben wollten alles. Ob dieser Ort wird gut bewacht, immer noch in Gang ist oder wir wieder starten können. Aber dann starte ich das einfach wieder. Ups. Überblicke das Land, Freundin. Ups. Okay. Raubzug! Wir kämpfen! Ich will den Schmeichler sehen! Stirb. Immer, Bruder! Okay. Arm wieder ab. Der ist nervig. Mein Schild nervt. Wow. Hier drüben, ein Eindringling. Okay. Autsch. Schön. Und jetzt stirb. Okay. Aua. Das tut doch weh. Ja. Ist das immer nur da oben? Meins. Naja. Hallo. Ist er noch von vorher oder von wann ist der? Kann ich das fallen? Wie dein Käfig bei sich hat, alles klar. Blut für Orden! Blut für Orden! So. Jetzt gehe ich hier nochmal kurz gucken. Hat mir irgendwas, das wir reinwerfen können? Glaub ja nicht, ne? Oben war auch nichts. Ich muss das wieder aufladen. Also krieg ich das nicht kaputt. Toll. Wo sind noch Gegner? Jetzt, wo man Gegner braucht, sind da irgendwo keine. Doch, da war noch einer. Da sind noch ein paar mehr. So. Toll. Kletter ich da erstmal hoch. Hallo. Hier bin ich. Schicksal wartet schon! Mann. Tschüss. Ich töte dich. Dann mach das. Guck mal, den muss ich auch noch töten. Hallo. Zack. Autsch. Wow, leck mich am Arsch. Was war das denn jetzt? Boah, ich hasse diese, ne? Warum geht die... geht auf mich los? Okay, Kopf ab. Meine Güte, ey. So, dann habe ich das. Einsammeln.
Okay. Warum rennst du so rückwärts? Und flasht seine Alte. Ich hab doch... Warum... Wann habe ich das denn aufgebraucht? Gar nicht. Wie Mist war das denn jetzt? Ich glaube, da war noch eben... was zum Springen. Na gut. Muss ich das Ding... Wow. Und gleich kommt Gegner und schießt mir das dann direkt in den Händen. War auch so mies. Manchmal passiert sowas aber auch. Okay. Das war eine komische Animation. Brennt erstmal. Jetzt kann ich durch. Na, geht doch hoch. Noch irgendwas hier? Dahinter ist ja irgendwo noch was. Ja, was auch immer. Irgendwie lese ich die Dinger gar nicht. Zu viel Text. Okay, kann man irgendwo einen Schlüssel noch herkriegen? Scheinbar ja. Na gut, haben wir es so gemacht. Und wo haben wir das andere Ding dann noch? Weil solange das alles nicht gefunden ist, geht es ja noch weiter. Irgendwo oben, scheinbar. Gucken wir mal. Das ist doch irgendwo da drin noch gewesen. Es wird aber irgendwo da angezeigt. Geh weg. Ja, da. Licht hier oben, ja. Das ist. Hallo. Autsch. Gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam? Geh weg. Ich hab dich gleich jetzt. Okay. Meine Güte. Wie mies die manchmal sind. Und die steht da rum und macht gar nichts. Alles klar. Das merke ich mir. Fertig. Nee. Was fehlt denn hier noch? Fehlt hier noch irgendwas? Da unten ist auch noch was. So. Okay. Da war was. Gar nicht gesehen gehabt. War noch nicht fertig? Ach, guck mal, hier ist ja noch was. Ich glaube aber nicht, dass das dahin dazugehört. Irgendwo da hinten. Nee. Das ist ja noch eine Wache.
Auch gut. Wenn überall noch Wachen rumstehen. Dann holen wir auch noch eine. Alles klar, du bist tot. Schießt erstmal einer. Da drüben war eben noch eine. Da. Getroffen. Sehr schön. Komm hier. Fall. Mann, noch nicht. Nee. Ist das wirklich da hinten auch noch? Das wäre halt komisch, wenn das auch noch dazugehören würde. Was ist da eigentlich? Da ist eine Nervensäge noch in der Nähe. Wenn der kommt, haue ich ab. Dann bin ich weg. Dann sterbe ich eh nur. Und das wird nicht schön. So ist es nicht schön. Weil die einfach nur nerven. Hopp. Hey. Sind da oben auch noch Wachen? Die sind ja überall verstreut noch Wachen. Ist da oben. Hier sind auch noch welche. Oh Mann. Die sind hier überall verstreut. Läuft. Ich hau dich in zwei. Sterb. Oh. Da drüben sind da noch mehr. Da oben ist einer. Krieg ich den? Ne. Da drüben sind noch welche. Wow. Hier ist echt alles noch voll. Hallo. Sterb. Doch. Da drüben sind ja noch mehr. Toll. Fällt runter. Zack. Hier sind echt überall nur welche. Geschmeiß. Du verdammter Scheißhaufen. Okay. Ne, drüben ist irgendwo noch was. Hi. Okay. Das war ganz gut. Und da unten. Hallo. Ich sterb. So. War ich nicht. Ah ja. Jetzt muss er so fertig sein. Und? Ja, Mann und ich? Hä? Verstehe einer, wer will. Hi. Verstehe einer, wer will.
Da war halt auch nichts mehr. Normalerweise kommt eine Nachricht und du bist fertig. Normalerweise. Tja. Zack. Und drin. War eine super Blockade. Zack. Ja. Aha. Ich bin aber hier. Hallo. Was willst du tun? Dich schlagen. Okay. Jesus, fühlst du müde? Nö. Aber du stirbst. Jetzt. Autsch. Na super, ich hab doch alles. Guck mal, da ist auch noch so ein Fatzke, da ist noch ein Fatzke. Ja, an einigen Stellen immer noch welche sind. Tot. Krieg den von hier aus auch? Nö. Aber so. Der ist tot. Okay. Da drüben sind keine mehr, ne? Was ist gar nicht? Wir kommen damit gar nicht so weit. Es ist halt merkwürdig. Okay. Die sind alle weg. Naja. Mach ich das Ding auch nochmal kaputt da oben. Hallo? Okay. Was ist das? Hä? Naja, ist egal jetzt. Ich begib mich jetzt wieder zurück. So, gut. Wollen wir hier mal hin? Haben aber gut noch Sachen bekommen, passt ja. Gibt halt so einiges mehr noch dann später. Oh ja. Und abwärts. Oh, danke. Tamarot. Der rennt ja auch wieder irgendwo rum und sagt mir, wo was ist. Das ist ganz praktisch. Dass der Typ wieder überall rumrennt. So, dann wollen wir mal. Hier haben wir noch einen Händler, ne? Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Mach ich gleich. Wir mal zum Händler. Was ist hier eigentlich? Nahrung oder Kohle? Nahrung. So. Irgendwo hier. Ach da, gut. Und hier nehme ich auch schon mal aufgebaut. Ich möchte gucken, was es hier so gibt für Sachen. Suchst du was Bestimmtes? Zeig mal. Ja. Könnte alle Ausrüstung damit kaufen. Damit würdest du sehr mächtig aussehen. Dass wir davon haben. Ein vorzüglicher Kauf. Erstmal Ruhm kaufen. So. Ja, das sieht großartig aus. Das ist das Schiff noch. Noch
mehr Tattoos. Ist noch mehr Haarschmuck, was ich kaufen kann. Hast du schon alles gesehen? Ja. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ich habe alles gesehen und muss jetzt gehen. Inventar. Ist mal so. Also das war der Bogen, ja. Das war der. Und hier war das. Ne, ich behalte das. Die Draugenrüstung. Wie viel haben wir eigentlich? Das und das? Obwohl. Komm, sieh dir an, was ich habe. Ja, dann mach hin. Teuer. Man weiß nie, wann man es mal gebrauchen kann. 200 sind das dann. Geht eigentlich. Ja. Klug, dass du dich eindeckst. Das sind auch 200. Warum musst du so durchdrücken, ey? Nee. Das könnte sehr nützlich sein. Mhm. Du siehst schon stärker aus. So. Pfeile brauche ich mir eigentlich gar nicht kaufen. Du hast ein Auge für... Sonst nichts? Nein. Sonst nichts. Ich muss los. Bis bald. Okay. Hallo und willkommen. Habe ich da echt drauf gedrückt? Läuft. Wir sehen uns bald wieder. Und dabei war ich schon weit weg. Läuft. Ich könnte das nochmal erweitern. 300, das ist echt ganz schön teuer. Ich muss mal Eisen besorgen. 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Ist halt auch alles echt teuer. Und schon kann ich kaum noch was upgraden, ey. Wow. Köcher erhöhe ich mal nochmal. So. Können wir mal Punkte verteilen. 4 Stück. Fernkampfschaden, das wäre dann hier nochmal. So, den Tod entschippen, nehme ich nie. Was hatten wir hier? Raubtierbogen-Kombo. Mehrere Kopfschüsse in Folge mit den Raubtierbogen richten zusätzlich Schaden an. Naja. Was war das? Sprintangriff. Hier haben wir Sturzopffedern, genau. Den will ich haben. Ach toll. Ups. Ach, ich drücke auch jedes Mal falsch. Nochmal. Sturzopffedern. Ja gut, das kann ich eigentlich lassen. Nahkampf. Was war hier? Fernkampf. Attentatschaden. So, dann gehen wir hier lang nochmal. Dann können wir nicht von oben runterspringen, ohne Probleme. Ich mag die Sachen. So. Dann soll ich Quatsch machen. Aber... Ja. Können wir noch machen. Okay. Mein Freund Ober ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgrit sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen. Für einen König, der sich feige verkriecht,
und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen? Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Ceolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Es ist mir egal, was du von Ceolwulf hältst. Er wird König sein. Das ist nur eine Frage der Zeit. Burgred ist König. Gewählt vom Vitenagemot und von Gott geweiht. Ich weiß, wie die Verliererseite aussieht. Und ihr steht auf dieser Seite. Wir haben Cheopedon und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tane und die Männer von Mercia? Nein, nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofrid. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Raus, Ivar. Sofort. Schon gut, schon gut. Aber solltest du bleiben, nimm dich vor dem Gestank in Acht, wenn die fertig sind. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Erzählungen wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in der dunkelsten Stunde im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen. Und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Arue aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Wie oft werde ich deine Übertreibungen noch eindämmen müssen, Ivar? Übertreibungen? So bin ich. Ein dreckiges Arschloch. Mehr ist er nicht. Finde und durchsuche Boris. Die alte Gruft liegt im Süden von Lekshashir, wo die Flüsse Arure und Alna aneinander führen. Im Süden ist denn hier. Arure und Alna. Was sind denn die? Tane, Soar, Bane, Gott, Nene, Alna. Das Alna, Arure. Wo die Flüsse Arure und Alna aufeinander führen, also ist das hier. Dann muss das irgendwo hier sein. Die alte Gruft liegt im Süden wohl von Lekshashir. Im Süden. Im Süden ist hier. Dann ist das irgendwo hier. So. Schnellreisebogen, Toilette, nächste hier.
Ja. Gucken wir mal. Ob wir es finden. Mit ein Spaß. Ich glaube, die war sogar verbuggt, soweit ich mich erinnern kann. Was ich mitbekommen habe. Das wird ein Spaß, aber gut. Das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Valhalla. Bis dann. Ciao, ciao.